Guten Morgen. Leiva haben wir schon vor, da haben wir Jesu Christi gemeint, die und ich danke dir für deine Leib. Ich danke dir, dass du da bist und dass du weißt, was wir brauchen. Und ich bete auch, dass du uns von da ansetzt schaffst und Überzeugung hast. In der Kraft, wertlich die Sache zu ändern, was wir andere Seele haben. Nur mit Jesu. Amen. Zeichen Vers 18 von Kapitel 1 von Jesaja, so spricht der Herr. Kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Wer von uns im Recht ist? Ihr oder ich? Eure Sünden sind blutrot und doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie sind so rot wie Purpur und doch will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle. Das Gottes Aufsicht. Gott will uns die Sünde verzeihen. Jesus ist der Fee gestorben. Aber wie macht er uns entscheiden? Er raubt uns nicht sich. Aber die Entscheidung, das Unternehmen, das traf ich. In der meisten Menschen auf der Welt trafen die Entscheidung, dass sie nicht wollen. Da werden gar nicht die meisten Menschen verloren. Das heißt, wenn ihr mit mir vom Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Also die Leibe in die Herrsche, dort annehmen, was Gott anbietet hat, die Vergebung, die Buße deiner, in ihr reinigt worden. Dann nur dem Gehorsam ist der Fall, dass Gott sehnen wird. Dann können sie weiter das Land geniessen. Wenn ihr euch aber weigert und euch weiter gegen mich stellt, dann werdet ihr von euren Feinden umgebracht. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Ach, Jerusalem, früher warst du dem Herrn treu. Jetzt aber bist du zur Hure geworden, weil du anderen Göttern nachläufst. Damals ging es in Jerusalem gerecht und redlich zu. Und heute herrschen dort Mord und Totschlag. Jerusalem, damals warst du wie reines Silber, heute bist du mit vielen Schlacken vermischt. Früher warst du ein guter Wein, heute bist du mit Wasser gepanscht. So Gott wisst, Israel, wer heiratet von seinem Blickwinkel. Gestern hat wie gelesen, wie die Israeliten sich selbst wertlich schätzen. Sie brachten ihre Opfer wieder, sie glaubten, dass wie alle geht. Sie können denen und lauten, was sie wollen. Aber Gott wisst, wird mit ihnen wertlich sitzen, dass sie Buße brücken. Dort wenn sie Buße waren, denen, dann wird er ihnen gnädig sein, ihnen verzeihen, ihnen sehen. Aber wenn nicht, wurde der Fall gekommen. Gott ist derselbe Gott. Der handelt von Donnerstag. Herr, ich bete, dass du uns Erkenntnis schaffst und dass du uns reinigst, dass du uns sehnst, dass du uns helfst, Herr, wie brauchen dich. Im Namen Jesu, red uns und lass uns dir erkennen, Herr. Und help uns, die Entscheidungen zu treffen, die uns im Sehen sind. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.